So, da sind wir wieder. Blöden Teil hätten wir geschafft. Jetzt kommt der restliche blöde Teil. Diesen Privatdetektiv, der eigentlich viel zu doof für seinen Job ist. Aber flüstern kann er. Leise eine Leiter hochgehen. Leise. Wow. Klar, weil die das doch gar nicht hören. Zugeben, Major, es ist ein großes Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Es freut mich, dass Sie mit der Zusammenarbeit zufrieden sind. Die nächste Lieferung sollte größer ausfallen, damit meine Kunden noch zufriedener werden. Ich werde mich bemühen. Ich bin sicher, dass ich mehr liefern kann, möchte allerdings noch nichts versprechen. Ich verlasse mich da voll und ganz auf Sie. Und denken Sie an die neuen Gewehre. Natürlich, abgemacht ist abgemacht. Das wird laufen wie geschmiert, wenn uns nicht wieder jemand dazwischenkommt. Apropos dazwischenkommen. Wie stehen die Dinge mit der Polizei? Ich habe alles Notwendige geregelt. Haben wir etwa einen neuen Freund gewonnen? Sehr schön ausgedrückt. Ja, Tom Rogers. Der Inspektor steht jetzt zu Ihren Diensten. Wie haben Sie denn das hingekriegt? Das war doch ein Bulle wie aus dem Lehrbuch. Der hat früher nicht mal eine Tafel Schokolade angenommen. Damit nimmt er es heute nicht mehr so genau. Ich habe ihm auch keine Schokolade angeboten, sondern sein monatliches Einkommen aufgebessert. Ich gebe zu, Sie haben hervorragende Arbeit geleistet. Tom Rogers, wer hätte das gedacht? Es gibt da aber ein Problem, das ich nicht in den Griff bekommen konnte. Aha. Und das wäre... Ich! Irgendein Schnüffler ist uns auf den Fersen. Aber ich kann ihn nicht finden. Sie unterschätzen mich, Major. Der Schnüffler heißt Jack Orlando und hockt eingesperrt in meinem Keller. Wenn ich wieder zurück bin, sorge ich dafür, dass er uns nie wieder stört. Sie sind ein gefährlicher Mann, Skeletti. Ich freue mich, auf Ihrer Seite zu stehen. So sollte das auch bleiben. Schließen wir das Geschäft ab. Natürlich. Kommen wir gleich zum wichtigsten Teil. In der Tasche ist das Geld wie abgemacht. Gut. Weitere 5 Riesen für meine Altersversorgung. 5.500. Die 500 geben Sie bitte unserem Freund Rogers. Das trifft sich gut. Ich bin morgen mit Rogers im Verwaltungsgebäude verabredet. Da kriegt er gleich sein erstes Honorar für die doppelte Loyalität. Gut. Dann wäre soweit alles geklärt. Ich wollte Sie und Ihre Frau Gemahlin zum Essen einladen. Am Samstag bei mir. Wir haben schließlich was zu feiern. Es ist mir eine Ehre. Gut. Dann sehen wir uns am Samstag. Speichern. So, und jetzt aufpassen, dass ich dich gesehen werde. Sieht aus wie ein Schalter. Was zum Teufel ist da los? Joe, lass uns nachschauen. Was auch immer der Schalter gemacht hat. War gut. Der Typ kriegt nichts. Kopfschmerzen sind ihm sicher. Damit kann man sicherlich etwas Gescheiteres anstellen. Keine gute Idee. Da geht's zurück zur Halle. Ein Militär-LKW scheint bereits beladen zu sein.
Vielleicht komme ich irgendwie drauf. Ich halte es für eine Lüftung. So wird das wohl nichts. Damit kann man sicherlich etwas... Zurückgehen war keine gute Idee. Nein, zurückgehen war eine ganz miserable Idee. Aber ich habe das Gefühl, als hätte ich was vergessen. Und nicht nochmal das ganze Laber. Ich nehme das ab. Ich habe sie da. In der Gruppe. Diese Richtung, Orlando. Und Tempo. Ah, da ist plötzlich ein Hund aufgetaucht. Müll. Aus dieser Entfernung sehen diese Kisten wie Koffer aus. Muss doch irgendwas geben, was ich mit diesem Seil verbinden kann. Kette. Seile. Das Kutterhäuschen. Ein gewöhnlicher. Irgendein Alt. Es wäre überaus ärgerlich, wenn ich das ganz vorne vergessen hätte. Jack, weil wir so viel Zeit haben.
Hey du, was suchst du hier? Komm her! Aber ich komme doch aus der Lagerhalle, das hast du doch gesehen. Aus dieser Entfernung konnte es gar nicht schief gehen. Ich gehöre doch dazu. Ja. Ja. Ja, halt die Klappe. Das Problem ist jetzt, dass das hier, glaube ich, dumm zu laden war. Hey du! Ja. Aus die... Hier haben wir das ganze Gelaber halt noch. Damit kam ich sicherer raus. Gut. Sollte auch die richtigen Knöpfe drücken. Damit kann man sicherlich keine gut. Nein, ich muss dieses Brett nehmen. Wie elegant. Der Anker ist festgeschraubt. Das ist schon wieder die andere Stimme. So. Ein Anker ist ein gutes Gewicht für ein Seil. Perfekt. Ich will diese Hafenszene endlich vorbei haben. Mäh. Ich krieg schon Kopfschmerzen. Und so besonders lange dauert die eigentlich nicht mehr. Na, können wir uns gerade schießen lassen. Geht gut. Hey du, was suchst du hier? Komm her. Gleich erst mit 10 Wellen warten lassen. Dass dem Typ bei seinem Rundgang aber noch nicht aufgefallen ist, dass die Tür zu dieser Lagerhalle jetzt offen steht. Was hat Scaletti eigentlich für Leibwächter?
Aus dieser Entfernung konnte es gar nicht schief gehen. Ja, auch recht. Große Lust, das Ganze mit der Wii-Version vom Paten zu machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Die Frage ist nur, wie macht man sowas mit Wii-Spielen? Das müsste schon die Wii-Version sein, weil die PC-Version und die PlayStation 2-Version und auch die PlayStation 3-Version sind so armselig dagegen. Meine ich vollkommen ernst, ich kenne sie alle. Hoffentlich labern die jetzt nicht nochmal. Nein. Sie labern nicht und hoffentlich sehen sie mich auch nicht. Seltsamerweise hören sie mich nicht. Was zum Teufel ist da los? Weg sind sie. Und den Typen umnieten. Kopfschmerzen sind ihm sicher. So. Damit kann man sicherlich etwas Gescheiteres anstellen. Jetzt seilen wir uns ab. Das war... Und da sagt man, Menschen können nicht fliegen. Moment zu früh. Ja, der lädt die Bilder einzeln nach. Der Kopfschmerzen sind ihm sicher. Keine Ereignisse, nur Bilder. Das ist ein anderer Typ als der, der mich vorhin erschossen hat, der da vorhin rumpatrouilliert ist, oder? Jetzt aber. Na los, fahr schon. Hoffentlich fährt er nicht schnell. Animation, Sequenz. Da fährt noch mal ein anderes Auto auf der Straße.